So, hi Leute, Daniel hier. So einige von euch, ich hatte es in einem der letzten Videos mal angesprochen und hatte nachgefragt, wie es aussieht, ob es irgendwelche Leute gibt, irgendjemanden von euch gibt, den interessiert, was im Moment abgeht. Viele werden es eventuell gemerkt haben, dass im Moment ein bisschen weniger los ist, die letzten Wochen schon auf YouTube bei mir und generell. Und das Ganze hat einen gewissen Hintergrund und so ein paar Sachen sind, keine Ahnung, ich fühle mich, als drehe ich so ein bisschen auf der Stelle und weiß nicht so recht, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Also generell alles. Aber dazu komme ich. Für alle, die da Lust drauf haben, was heißt Lust drauf haben, ne? die das interessiert und die eventuell durch eine ähnliche Phase in ihrem Leben durchgegangen sind, also die können sich gerne anschauen. Ich diskutiere auch wirklich gerne darüber, weil ich es wichtig finde, weil es eine Sache ist, die mich, klar ist meine Situation ein bisschen speziell, aber generell denke ich, ist sowas wie, da kommen wir gleich zu. Ich fange von Anfang an. Ich gebe euch ein bisschen mehr Infos zu mir. Ich versuche das so kurz und knapp wie möglich zu halten. Ich könnte sonst einen Roman schreiben, das keine Sau interessiert. Deswegen, wir fangen an damit, dass eventuell werden es einige Leute von euch wissen. Ich habe Morbus Crohn. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die wurde 1997, ich bin 42 Jahre, 80er Jahrgang. Die wurde 1997 wurde die im Krankenhaus diagnostiziert. Erst fälschlicherweise wurde haben die Ärzte meinen, weil damals war das Ganze deutlich seltener, ne, als jetzt. Und da haben die Ärzte meinen Eltern zuerst gesagt, ja, sie glauben, ihr Sohn ist HIV-positiv hin und her, und haben sich dann im Nachhinein entschuldigt und haben gesagt, ist eine ganz seltene Krankheit, eine von ihnen, beziehungsweise drei von 1 Million Menschen bekommen eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Es gibt von Morbus Crohn noch eine zweite, die ist Colitis ulcerosa, und die Ärzte haben damals gesagt, von 1 Million Menschen bekommen 3 so eine Erkrankung, und von den 3 bekommt einer das, was ich hatte, Morbus Crohn damals. Und ne, kann man nicht einfach mal im Lotto gewinnen, dann muss man so einen Scheiße kriegen, ne? Hab ich immer gesagt. Und das Ganze natürlich ich mit 17, Jungspund, ne? Meine kein Plan von nix. Noch in der Schule, zu dem Zeitraum war gerade meinen Führerschein am Machen. Sah auch aus wie, oh, ich kann das schon gar nicht sagen, auf meine Größe, ich bin 1,86, war damals schon groß, und auf die Größe habe ich nur noch 50 Kilo gewogen, damals, so krass war das, ne? Und ich habe dann, klar, Probleme zu Hause, meine Eltern hatten sich getrennt, plus falsche Ernährung, weil es keinen interessiert hat, was man macht, plus ne, halt Jungspund, andere Sachen im Kopf, bin ich so, ja, durchs Leben geflogen, ne? Nächsten Jahre waren alle wie, ja, kommst du heute nicht, kommst du moin, guckst du, was das Leben so für dich bereithält, ohne dass du jemanden hast, der dich in jedes Mal wieder zurück in die richtige Bahn schubst, so richtig. War mehr so ein, wirklich sieh zu, wie du klarkommst, und gib ihm. Das waren so mit die meisten Jahre. Ich sage, ja, locker mal die ersten 10 danach, bis kurz vor 30. Und ich hatte immer so das Problem mit dem Tablettenschlucken und habe dann jegliche medikamentöse Therapie, so, die habe ich dann komplett ignoriert, weil, ne, Tabletten kannst du eh nicht schlucken, ja, hast sie angenommen und hast sie dann weggeworfen. Das heißt, ich habe dann alles so, bin damit groß geworden mit den ganzen Schmerzen und dem ganzen Kram, und habe das einfach hingenommen und gut ist. Dass das nicht gut gehen kann, auf kurz oder lang, brauche ich, denke ich, keinem von euch zu erzählen, weil das mündete dann in einer Katastrophe, dass ich mehrere OPs hatte, dass mehrere Zentimeter an Darm rausgeschnitten werden mussten, und ich aufgrund der ganzen OPs und der ganzen Komplikationen immer wieder Probleme hatte mit dem Stuhlgang, und stellenweise habe ich 8 Stunden auf Klo gehockt und bin vom Klo gefallen, weil ich keine Kraft mehr, gell, und oder eingeschlafen und so. Geistesgestörter Scheiß. Und daraufhin, irgendwann war es soweit, dass ich es geschafft habe. Da war ich aber schon 30 plus, ne?
und wo ich es geschafft habe, mir selbst beizubringen, wie ich Tabletten schlucke, und habe mich dann auch bei einer gewissen Studie gemeldet, die sich mit dem Chrom beschäftigt hat und so. Und aber nichts davon hat geholfen. Ich hatte, ne, dann auch so ein Ding. Dann überwindet man sich, dann versucht man dagegen zu kämpfen, dann macht man und dann kommt nichts bei rum. Beziehungsweise man kriegt nur Nebenwirkungen und oder es funktioniert nichts. Natürlich, ne, so naiv darf man nicht sein, ich hätte schon viel früher anfangen müssen, so hätte ich eventuell schon einiges deutlich besser unter Kontrolle bekommen. Aber wie das Leben halt so spielt, da machst du halt nichts, gell? Und daraufhin, hatten wir dann viele Sachen ausprobiert und irgendwann war Daniel austherapiert. Ging nichts mehr. Und daraufhin hat der Arzt dann damals gesagt, es gibt eigentlich nur noch eine Option, weil medikamentös ist nicht mehr. Wir könnten einen künstlichen Darmausgang anlegen für eine gewisse Zeit, weil, genau, das muss ich auch noch sagen, weil zu der Zeit damals das so schlimm war, dass sich im unteren Bereich komplette so ein Fistelfuchsbau gebildet hat und ich nahezu gar nicht mehr anständig auf Toilette komme. Also wirklich nahezu überhaupt nicht mehr. Das war eine Katastrophe. Und um diesen Fistelfuchsbau auszutrocknen und heilen zu lassen, haben die Ärzte halt damals gesagt, machen wir einen künstlichen Darmausgang, damit der Bereich stillgelegt ist, heilen kann, und danach legen wir es wieder zurück und alles ist gut. Ne? So meine Sache, auch für die Psyche war das voll okay, weil ich habe gesagt, komm, das ist halt eine Sache, die die musst du jetzt so mitnehmen, da musst du jetzt durch, ist ja nur, ne, auf absehbare Zeit und dann ist alles wieder gut. Gesagt, getan, mir die OP gehabt und künstlichen Darmausgang, falls ihr nicht wisst, ich kann mal das auf YouTube zeigen, natürlich kann man das, ne? So, das ist hier, das ist quasi hier ein Beutel, den ich habe, wo alles abgeleitet wird. Das heißt, ich muss gar nicht mehr auf Toilette, was Vor- und Nachteile hat, außer zum Pinkeln, immer im Sitzen pinkeln. Der wurde dann angelegt. Das ist mein zweiter, ne? Also wir sprechen hier vom ersten, der wurde angelegt und dann war es. Was, ich kann euch gar nicht schreiben, was ich zu dem Zeitpunkt gefühlt hatte damals. Weil, wie gesagt, wir hatten es eben, auf meine Körpergröße habe ich knapp paar 50 Kilo gewogen dann auf einmal. Und der Körper hat ständig gekämpft, weil klar, Entzündungen durch den Morbus Crohn im kompletten Magen-Darm-Trakt, der Körper war nur am Kämpfen. Und nach der OP wurde es sofort besser. Ja, also klar, die größten Probleme waren beiseite geschafft und klar, ich musste aufpassen, was ich esse, aber ich konnte wieder halbwegs richtig essen. Ich musste mir großartig keine Gedanken machen. Ich hatte keine Schmerzen mehr und habe innerhalb kürzester Zeit, habe ich noch nie erlebt sowas, innerhalb kürzester Zeit habe ich über 30 Kilo zugeholt. Was natürlich bei 50, ne klar, ein bisschen zunehmend bei der Körpergröße und dem Gewicht war eh klar, aber 30 Kilo innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von, wir reden hier wirklich von, boah, lass das Ganze mal 2,5 bis 3 Monate sein, das war absolut geistesgestört. Also als ob der Körper sich wie am Buffet erstmal komplett bedient hat. Und das Tag für Tag, ne? Echt Wahnsinn. Und ich bin natürlich gefreut. Geil, so hast dich noch nie so gut gefühlt. Super, hin und her. Kannst die Rück-OP gar nicht erwarten, damit du dein Leben endlich mal zurück hast. Nach elendig langer Zeit, gell? Wohlgemerkt. Weil vorher, wie gesagt, um nochmal kurz zurückzukommen, alles, was ich versucht hatte, auch beruflich, wurde immer wieder, ich habe immer wieder einen Stein im Weg gekriegt. Immer wieder wurden mir die Beine weggezogen, weil der Kron mich einfach nicht, ja, der hat mich nicht hat machen lassen, was ich gern gemacht hätte. Ich war einfach, ja, körperlich nicht in der Lage zu, unmöglich. Und daraufhin, ne, kam der Tag der Rück-OP, doppelläufig angelegte Stoma, das ist der Fachbegriff dafür, der künstliche Darmausgang wieder zurückgelegt. Und dann waren die ersten Wochen, die waren super. Klar, nach fast 2 Jahren musste ich erstmal wieder alles dran gewöhnen und die Maschine muss erst wieder laufen. Aber nach den anfänglichen guten Wochen kam der ganze Scheiß, weswegen wir vor der OP das Ganze angelegt hatten, kam zurück und das schlimmer denn je. Also das war eine absolute Katastrophe, ne? Und daraufhin hatten wir dann mit den Ärzten besprochen, ja, wir machen das Ganze, also wir machen wieder einen künstlichen Darmausgang, legen den aber anders an, also endständig, ohne dass wir ihn zurückverlegen, weil es einfach keinen Sinn macht. Kein Medikament hilft,
Man hat ja gesehen, die Anlage des ersten künstlichen Darmausgangs, die war voll okay. Hat alles gut gepasst. Und ja, dann müssen wir das machen. So, und da war erstmal so ein Punkt, wo du erstmal schluckst und wirklich denkst, boah, wie wird alles weitere verlaufen? Wie geht dein Partner damit um? Wie reagiert deine Umwelt da drauf? Wie kommst du damit klar? Für die Psyche war das ganz, ganz schlimm und ist immer noch. Es ist besser geworden, ganz klar, mit der Zeit, natürlich. Aber es ist immer noch so, dass die Psyche immer noch sagt, boah, weil, ihr habt es gesehen, ne? Zieh den Bauch ein, guck mal, hoffentlich riecht man nichts hin. So total bekloppte Sachen stellenweise auch, ne? Einfach. Und ja, die Zeit danach, die war schwierig. Die war wirklich schwierig. Ich habe mich zwar in gewisser Hinsicht besser gefühlt, aber auf der einen Seite war es für die Psyche halt extrem schwierig. Ne? Und dann bin ich jahrelang wie im Autopilot bin ich durchs Leben. Ne? Ich habe immer wieder, einige wissen das von euch, bin ich in einer Videothek am Arbeiten. Geringfügig halt als Aushilfe seit über 10 Jahren. Das ist ein Familienbetrieb, die kenne ich schon seit ich klein bin und so. Einfach ganz, ganz toll. Und ja, aber ansonsten war alles, wie gesagt, was ich mir vorgenommen hatte und oder machen wollte, weil da war es kein Problem, wenn irgendwas war. Ja, dann Daniel, geh, kommst wieder, wenn dir gut geht. Ja, so. Richtig gute Basis halt einfach. Aber alles andere war unmöglich. Unmöglich anzugehen, ne? Und dann kam die Corona-Zeit. So, also, und gezockt habe ich eh immer schon gern. Ja, ne, das war immer schon meins hier. Und dann kam die Corona-Zeit und da hat hier Twitch und der ganze Kram hat einen Aufwind bekommen. Ich meine, die meisten von euch werden sich dran erinnern können, ne? Und so habe ich mir gedacht, boah, das hat immer Spaß gemacht, so, weil ich immer so just for fun irgendeinen Kram, ein Video erstellt habe und so was. Dann habe ich gedacht, komm, zu der Zeit auch Ultra in Division drin, ne, klar. Und ich sag, komm, mach's da einfach mal. Warum nicht? Ne? Klar. Und hab dann ganz klein angefangen und ja, auf Twitch ein bisschen zu streamen, ein paar Videos zu machen. Und mittlerweile sind wir bei über 6000 Leuten, wofür ich von Herzen dankbar bin, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Das ist für mich unglaublich, ne? Und auf Twitch auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann war es aber so, dass auch während der Zeit, das waren so die letzten 3 Jahre, während der Corona-Zeit und besonders im letzten Jahr, 22, dass ich immer wieder Probleme hatte. Irgendwas war immer. Und letztes Jahr war es halt extrem. Da war ich 3-mal im Krankenhaus, wovon ich mich 2-mal habe selbst einweisen lassen. Beziehungsweise zweimal mich selbst einweisen lassen. Und einmal musste ich sogar mit dem Krankenwagen hin, weil ging gar nichts mehr. Weil ich so ganz unspezifische Symptome hatte. Ne? Ich hatte irgendwie einen Rückenschmerz, der bis in die Schulter ausgestrahlt ist, aber so undefiniert. Total komisch. So, und jedes Mal kommst du dahin und viele werden es wahrscheinlich auch wissen von euch, so manche, unser Gesundheitssystem ist manchmal nicht ganz so geil. Und wie es in anderen Bereichen halt auch ist, wenn du jemanden Kompetenten vor dir sitzen hast, der sich auch die Mühe macht und mal einen Background-Check macht, dann bekommt man noch eventuell raus, was mit der Person nicht stimmt. Was besonders geil ist, wenn man natürlich ein Arzt ist, ne? Ja. Auf jeden Fall war es, die ersten Male war es überhaupt nicht so. Ich wurde, aufgrund meiner Haupterkrankung von Morbus Crohn, wurde ich meist immer nach Hause geschickt und irgendwie wurde versucht, so halbgar die Symptome in den Griff zu bekommen, die ich da hatte. Aber es wurde und wurde nicht besser, ne? Bis ich dann, wie gesagt, im Oktober war das, 22, war dann das letzte Mal, wo ich im Krankenhaus war, wo ich mich dann selbst, ne, wurde der Krankenwagen angerufen und da hatte ich, da war ich auch über Nacht da und da hatte ich eine kompetente Ärztin. Kudos an diese Frau, die, Wahnsinn, die hat mit mir einen Ultraschall gemacht. Und dann habe ich ihr meine Symptome erklärt, dann hat sie nachgeguckt und hat Background-Check gemacht, ne, und hat gefragt, so, was habe ich für Vorerkrankungen, also der Standardkram, was habe ich für Vorerkrankungen und so was, aber dann auch, was für Hobbys habe ich, was esse ich so,
wie bewege ich mich? So ein paar Fragen, die man normalerweise nicht so oft hört. Ne? Und daraufhin hat sie wohl eine Idee gehabt und sieht auf dem Ultraschall, dass ich extreme Probleme mit der Galle hatte und extreme Gallenkoliken. Und Gallenkoliken, die können auch bei gewissen Menschen können die in den Rücken ausstrahlen und in die Schulter und so ein Scheiß. Und das hatte ich. Und keiner ist wirklich drauf gekommen, ne? Weil normalerweise, die sitzt ja hier unterm rechten Rippenbogen, direkt an der Leber dran. Und da hat man dann noch oft einen Schmerz, da hatte ich gar nichts. Ne? Das war echt krass, da hatte ich überhaupt nichts. Und daraufhin hat sie halt rausgefunden, wo dran es liegt. Und dann war klar, ne? Das Ding muss raus, weil wenn du Probleme macht. Und so hatte ich dann, Oktober war das Ganze, hatte ich im November 22 hatte ich die Gallen-OP. So. Muss dazu noch sagen, dass ich immer sportlich war, beziehungsweise immer versucht habe, aber auch da immer der Kron mir, bis zu einem gewissen Punkt konnte ich gehen und danach ging gar nichts mehr. Ne? Also, es war immer wieder angefangen, zurück. Und dann kam halt die OP im November. Dann kam der Dezember gechillt, dann kam der Januar gechillt und so Ende. Ich meine, Ende Januar war jetzt 23, wo ich dann noch wieder angefangen habe, ein Training zu machen, wirklich engagiert Training zu machen, und ich langsam gemerkt habe, boah, Alter, ist doch echt krass, wie seit die Galle raus ist, ich mich unglaublich gut fühle. Das war die letzten paar Jahre, die einfach mir so viele Probleme gemacht haben, da war nicht meine Haupterkrankung. War einfach die scheiß fucking Galle, ne? Und keiner hat es gemerkt und jedes Mal hat es mir so Probleme bereitet. Und daraufhin, wie gesagt, angefangen, gemacht, getan und angefangen zu trainieren und alles ist gut und ich fühle mich so gut wie noch nie in meinem Leben. Und das mit 42, das ist schon eine Ansage. Ne? So. Und dann ist es so, dass irgendwann der Punkt, ich weiß, für einige sagen, dieses Phänomen der Midlife-Crisis, weiß ich nicht, ob man das so einfach sagen kann. Würde ich mich jetzt nicht drauf stützen, was ich persönlich definitiv sagen kann und wovon ich ausgehe, dass jeder Mensch diese Phase durchläuft, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sich hinsetzt und sagt, boah, Daniel, jetzt guck mal, dir geht es gut eigentlich, aber wie waren die letzten Jahre so? Wie war dein Leben bisher? Ne? Was hast du erreicht? Was hinterlässt du besonders den Kids und wo soll die Reise hingehen? So, und genau das hat mich gefragt und das hat mich so richtig abgeholt. Und das ist eine Sache, die mir jeden Tag im Kopf brennt, die mir jeden Tag die Motivation, nicht die Motivation raubt, irgendwie die Muse, die ich brauche, verdrängt und mich ein bisschen meiner Kreativität beraubt, weil ich einfach nicht weiß, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Komplett, also generell, mein Leben, ne? Und auch das, was ich machen will in Zukunft, weil ich will auch anständig leben, ich will was erreichen, ich will was machen, weil jetzt fühle ich mich auch das erste Mal so weit, dass ich sage, ich probiere einfach mal aus. Ich probiere einfach mal aus, weil ich mich auf meinen Körper verlassen kann und weil ich da Bock drauf habe. Und so, ne? Und ja, das ist halt jetzt im Moment Stand der Dinge. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das alles vergessen habe. Müsste aber eigentlich alles sein. Ja, so sieht es halt im Moment aus, ne? Deswegen manchmal kriege ich so einen Geistesblitz, dann kommst du mal kurz die Kreativität zurück und dann sagst du, oh ja, komm, machst du mal, hier hast du jetzt voll Bock, tust du hier, da und so und dann läuft's, aber die anderen Tage sind halt wieder, boah,
so lange hast du eventuell nicht mehr hier auf dieser Erde, was willst du noch machen? Ne? Wo soll die Reise noch hingehen? Du hast nicht großartig was erreicht bisher, außer dass du gekämpft hast. Und keine Ahnung, es ist schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ja. Das waren meine Two Cents mal zu dem Kram, so ein kleines Update. Eventuell gibt es ja einige von euch, die Ähnliches durchlebt haben. Würde mich mega von Herzen freuen, wenn ihr mir da immer da lasst, mit mir diskutiert, weil ich das ganz, ganz wichtig finde und das eine Sache ist, die angesprochen werden muss. Ne? So. Und in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank. Jetzt ist es doch 20 Minuten geworden, so eine Scheiße. Aber wer bis jetzt durchgehalten hat, Daumen hoch an euch. Ja, in diesem Sinn, Leute, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.